Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen. Ja, ihr habt richtig gelesen, das hier ist oder wird vorerst die letzte Folge im Factorio Modpack. Ich habe lange überlegt, wie weit ich hier noch spielen soll, was ich noch machen soll. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen heute, dass es besser wäre, ja, die letzte Folge aufzunehmen, weil wir haben alles erreicht, wir haben alles gebaut, was man bauen kann, wir haben alles geforscht, was man forschen kann, bis auf die Pollution-Dinger hier, aber die brauchen wir nicht. Wir haben jede Menge Kanonen im Orbit, wir haben die Pollution, bis auf die Hauptbase haben wir quasi, ja, haben wir aufgehalten. Es wäre jetzt noch eine Möglichkeit, um die Hauptbase eine neue Mauer zu ziehen mit Pollution Cleaning und Schlag mich tot, aber das würde nur unnötig Zeit fressen und wäre auch, glaube ich, nicht unbedingt spannend. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute die letzte Folge zu machen. Ich würde auch heute gar nicht groß irgendwas bauen wollen oder noch was machen wollen, sondern einfach nur ein bisschen quatschen, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Sachen angucken. Ich habe hier schon eine Rakete vorbereitet mit einem Satelliten drin. Das wird unsere finale Rakete werden. Ich hoffe mal, ihr könnt das verstehen, und ich denke mal, es gibt auch Zeit, ja, in der man mal neue Sachen beginnen sollte, und das ist jetzt der Fall. Es wird dann in Zukunft erstmal den Multiplayer geben. Das heißt, täglich eine Multiplayer-Folge. Ich denke mal, das ist auch nicht verkehrt. Wir haben dieses Modpack beendet, das Fallens Modpack auf der 0.13er Version. Was mich ehrlich gesagt reizen würde, wäre ein neues Modpack anzufangen. Ja, ein neueres Modpack vor allem, was nicht auf der 0.13 läuft, sondern auf der, eventuell sogar auf der 0.15. Das wär richtig geil. Aber da müsste ich, ja, ich bezweifle, dass es da schon irgendwas gibt. Bezweifle ich. Ich habe auch schon hier so ein paar Maschinen mal abgeklemmt, einfach nur so, damit die nicht mehr laufen. Zum Beispiel hier oben habe ich die Zuläufe abgeklemmt, oder ja, hier unten habe ich das abgeklemmt, damit das einfach still steht, ja, damit das einfach die Reste noch verbraucht werden, und dann haben wir hier unsere Mission erfüllt. Wir haben den Planeten besiedelt, wir haben ja, ein paar Außenposten angesammelt. Wobei ich sagen muss, dass es ein bisschen schade war, dass es diese unendlich Felder gab. Ich hätte die zwar ignorieren können und einfach abreißen können, aber ja, wenn es die Sachen gibt, dann will man sie auch benutzen, ne? Ist ja meistens so. Ja, puh. Es ist schon cool, was hier alles ging in dem Modpack. Ich bin mir so überhaupt. Ich bin so unvorbereitet auf diese Folge. Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir haben alles gebaut. Es gibt nichts, was noch fehlt, glaube ich zumindest. Ja, alles ready, sehr gut. Ich habe übrigens mal den Sound runtergerät von dieser Ion Cannon Ready, weil das ist mir schon ziemlich auf den Sack gegangen. Ich muss mal kurz hier mein Mikrofon so ein bisschen richten. So, jetzt geht das besser. Ach ja, alles geforscht. Wir können nichts mehr forschen. Wir können fast nichts mehr bauen. Wir könnten jetzt noch x-tausend Raketen hochschießen und Aliens vernichten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so cool wäre. Ja, mal gucken, was hier so geht. Mal gucken, so ein paar Alien-Nester. Warte mal. Ja, hier ist. Irgendwie scheint das auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder so, aber wenn man zu nah an diese Felder rankommt, quasi, dann kann es sein, dass da Aliens spawnen. Also jetzt in diesem, quasi in dem Flugmodus oder wie man es nennen möchte. Ja, wir machen hier mal schön ein paar Aliens kaputt. Da sind gerade welche gespawnt. Kriegen wir eigentlich Schaden, wenn wir da drinnen stehen? Nö, ne? Okay, schön den Wald weggehauen.
Ordentlich. So, was gibt's noch zu erzählen? Boah, ich bin so. Es gibt übrigens samstags immer jetzt einen Livestream. Ich weiß nicht, viele werden es wahrscheinlich mitgekriegt haben, aber ich habe vor, jetzt regelmäßig samstags live zu streamen. Immer ab 16 Uhr, eventuell werde ich das noch auf 18 Uhr ändern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da werde ich dann mal schauen, wie ich da so Lust und Laune habe. Aber lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich spiele im Moment mit dem Wesley die 0.15er Version. Macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Sind immer schön viele Leute da. Es freut mich mega. Was gibt es sonst noch? Was könnte man noch machen hier? Das ist eigentlich alles getan und alles erzählt, was so. Eigentlich schade. Wir haben jetzt so viele Stunden. Wir haben insgesamt 4 Tage, 9 Stunden, 27 Minuten Spielzeit. 4 Tage. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das sind, warte mal, lass mich mal kurz rechnen. 80, 86, über 100 Stunden. 100 Stunden haben wir hier verbracht in diesem Spiel. 100 Stunden. Nur in diesem Modpack. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dieses Modpack, also ich kann es nicht anders sagen, es ist mega, mega geil. Es sind so ein paar Kleinigkeiten dabei, wo ich sage, okay, das ist scheiße. So ein Unbalancing ist da drin. Zum Beispiel, was mir überhaupt nicht gefällt, ist, oder was mir schon gefällt, was richtig geil ist eigentlich. Aber was das Ganze so ein bisschen blöd macht, ist, dass wir hier quasi Alien-Artefakte herstellen. Unendlich, ja. Das heißt, theoretisch bräuchten wir überhaupt keine Aliens zu klatschen, um Alien-Artefakte zu bekommen, weil wir alles hier über diese Sachen hier machen können. Was fehlt denn hier? Glas? Ein Scheiß. Hä, was ist das denn hier? Da ist mal Doppelholz drauf. Oh nee, oder? Da hat wohl irgendeiner gefailt, oder? Verdammte Tat. So muss das laufen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Siehst du, noch einen Fehler gefunden? Haha. Sehr cool. Nur das ganze Holz muss ich hier runterkriegen. Ah, so ein Shit. Hey, wann war das denn? Wann habe ich das denn kaputt gebaut? Was mache ich hier? Habe ich hier jetzt abgebaut? Einen Knickarm, glaube ich, ne? So, jetzt kommt wieder Zeug. Okay, und die Hütte läuft wieder. Sehr schön. Oh Mann. Das lief die ganze Zeit ja nicht. Haben wir gar keine Alien-Artefakte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt läuft's wieder. Ich mach mal gerade den Sound nochmal so ein bisschen leiser, lauter wieder. Weil leider ist dieses Iron Cannon Ready oder was die Tante da sagt, mit dem kompletten Spielsound hier verknüpft. Also das hängt alles miteinander zusammen. Das ist ein bisschen doof, aber können wir nicht ändern. So, hier fehlt doch auch was. Was fehlt hier? Fehlt einfach an allem. Fehlt an allem. Hä, wo geht denn das Zeug hin hier? Einfach nur weiter im Kreis fahren, Leute. Schon läuft die Kiste wieder. Schon läuft die Kiste wieder. Jawohl, sehr schön. Ion Cannon ready.
Ion Cannon. Wunderbar, wunderbar. Eigentlich hatte ich ja Maschinen abgeklemmt, aber jetzt habe ich es wieder angeklemmt. Ich würde auch tatsächlich sagen, wir machen hier überhaupt keine lange Folge draus. Ja, wir machen jetzt Ende. Es war eine super, super schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich habe sehr viel Zeit hier verbracht und viel Spaß dabei gehabt. Ich habe unglaublich viele Kommentare gelesen, beantwortet. Ihr habt mir geholfen. Ihr habt dieses Modpack selber gespielt. Es war verdammt geil. Es war eine schöne Zeit und ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der hier zugeschaut hat, der hier mit mir zusammen rumgetüftelt hat, der Tipps gegeben hat, der einfach nur da war. Jeder Einzelne, super vielen Dank dafür. Wir werden die Rakete jetzt starten. Das wird eine sehr kurze Folge werden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dieses Modpack ist hiermit beendet. Ich sage Tschüss und hoffe, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich starte die Rakete. Da fliegt sie dahin. Unsere Rakete. Und das Spiel beendet sich nicht, weil wir schon einen Satelliten gestartet haben. Yay! Jetzt habe ich ja richtig eingerissen. Ach du Kacke. Satelliten gestartet 2. Ja toll, ich dachte, jetzt kommt hier der Endscreen und wir können sehen, was hier so abgeht. Toll. Gibt's nicht, wir müssen weiterspielen. Ach, das ist ja doof. Zack, letzte Folge wieder ein Fail eingebaut. Oh Mann, ey, ich brech ab. Aber wie kriegen das jetzt hin hier? Wie beende ich das denn jetzt hier? Das ist ja ein Ding. Okay, Map Labels, das. Ach, jetzt lädt das wieder ewig. Bis die alle geladen haben. Shit. Was mein jetzt? Ach, Menno. Ja. Ja. Escape und Spiel beenden, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte jetzt eigentlich kommt der coole Endscreen, wo wir sehen, was wir alles erreicht haben. Können wir mal gucken hier, was wir alles so produziert haben in der kompletten Zeit. 11 Millionen Crushed Stone, 10 Millionen Crushed Saphirite, 9,1 Millionen Saphiriten Chunks, 8,4 Millionen Eisenplatten, 5,4 Millionen Kupferplatten. Es ist der Wahnsinn, was hier durchgeht. Was haben wir denn am allerwenigsten produziert? Jo, ein Raketensilo. Eine Entladungsverteidigung. Okay, okay. Ein Gaswindpump. Ein Shuttlezug nur. Ich habe nur einen einzigen Shuttlezug produziert. Der ist nie kaputt gegangen. Wie cool ist das denn? Zweimal Night Vision. Flare Capsule. Jo, jo, okay, okay. Sieht nicht schlecht aus. Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Ich beende das Ganze jetzt hier. Es hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre, für euch spielen zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also macht's gut, haut rein und tschüss.